Hola, buenos dias. Hier ist der Klaus. Heute mal wieder mit einem Special. Und zwar fliege ich gleich für einen kurzen Familienbesuch nach Deutschland zurück. Und Harry meinte, da soll ich euch doch mal mitnehmen und mal erklären, was da alles jetzt zu beachten ist und wie das alles so abläuft. Ja, dann, wenn der Harry das meint, dann will ich das auch gerne machen. Also kommt mal bitte mit. Ja, leider muss man in Zeiten von Corona doch einen wesentlich höheren Aufwand betreiben, wenn man so eine Reise antritt. Das Erste ist, man muss einen Corona-Test, einen Antigen-Schnelltest vornehmen lassen. Dafür habe ich einen Termin vereinbart in der Klinika Vita. Die liegt direkt am Sun Club, am Eingang in der Avenida de Francia. Und ja, da gehe ich jetzt hin. So, das wäre dann schon mal geschafft. Und ich muss sagen, es war diesmal auch nicht ganz so unangenehm wie in dem letzten Jahr noch. Die Ärztin ist beim Abstrich nicht ganz so tief in die Nasenlöcher reingegangen. Das war wirklich sehr erträglich. Ja, und das Ganze kostete 35 Euro. Letztes Jahr habe ich noch 30 bezahlt. Allerdings habe ich da über die Rezeption vom Maritim Playa gebucht. Kann sein, dass sie einen Sonderpreis bekommen. Einfach mal ausprobieren. Diesmal habe ich direkt gebucht. So, in anderthalb Stunden kann ich mein Ergebnis abholen und bis dahin werde ich mir jetzt die Zeit vertreiben hier bei einem gemütlichen Frühstück in den Apartamentos. Aloe! By the way, das Wetter ist wieder fantastisch. Wir haben hier seit ein paar Tagen kaum ein Wölkchen am Himmel. Temperaturen bis zu 27 Grad und auch nachts wird es nicht mehr so kalt. Also wirklich ein Traum. Und es tut mir echt in der Seele weh, hier weg zu müssen, aber es rufen eben einige Verpflichtungen in Deutschland. So, da ist das Ergebnis meines Schnelltests. Negativ, also ich darf nach Deutschland fliegen. Es empfiehlt sich hier nochmal zu kontrollieren, ob der Name richtig geschrieben ist und ob die Passnummer korrekt ist. Das ist bei mir der Fall. Also schnell auf nach Hause und alle weiteren Vorbereitungen treffen. Mit dem Corona-Test allein ist es leider noch nicht getan, da die Kanaren von der Bundesregierung nach wie vor als Risikogebiet eingestuft werden. Muss man im Anschluss auch noch eine digitale Einreiseanmeldung vornehmen. Das passiert auf der Website einreiseanmeldung.de. Dort gibt man ein paar persönliche Daten ein, seine Flugnummer, seine private Anschrift in Deutschland und man muss bestätigen, dass man einen negativen Corona-Test vorgenommen hat, der nicht älter ist als 48 Stunden bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. All diese Daten werden dann weitergeleitet an das zuständige Gesundheitsamt, das das Ganze dann wahrscheinlich auch überprüft. Denn mit Ausnahme von Nordrhein-Westfalen muss man in allen Bundesländern zunächst einmal 14 Tage in Quarantäne. Und in Nordrhein-Westfalen kann man sich glücklicherweise mit einem negativen Corona-Test von dieser Quarantänepflicht freikaufen. Da ich nach Düsseldorf zurückfliege und auch in Nordrhein-Westfalen lebe, habe ich das Glück, dass ich nicht in Quarantäne gehen muss. In ein anderes Bundesland wäre ich mit Sicherheit auch nicht zurückgeflogen. Erstmal 14 Tage in Quarantäne. Das macht ja keinen Sinn. Jetzt noch schnell online einchecken und schon sind die Vorbereitungen soweit abgeschlossen. Ja, könnte man meinen, aber falsch gedacht. Wenn man erst am Morgen vor dem Abflug seinen Schnelltest macht, kann man sich leider nicht mehr online einchecken und man bekommt einen Sitzplatz zugewiesen. Das ist ein bisschen blöd, weil ich eigentlich immer ganz gerne vorne in einer der ersten Reihen sitze. Aber gut, jetzt muss ich damit leben, dass ich relativ weit hinten sitze und muss vor Ort am Flughafen einchecken. Dumm gelaufen, aber wieder was gelernt fürs nächste Mal. So, jetzt geht's los auf weite Reise. Da mein Flieger erst um 17.30 Uhr geht, fahre ich ganz gemütlich mit dem Linienbus zum Flughafen. Das ist die Linie 30 oder auch 90, die man da nehmen kann. Das Ganze kostet 4,05 Euro und man ist in einer Dreiviertelstunde da. Also bequemer geht's gar nicht. Und die Haltestelle ist hier nur 200 Meter von meinem Haus entfernt. Also alles ganz easy. So, schon bin ich am Flughafen angekommen. Letztlich bin ich doch mit der Linie 30 gefahren. Die ist nämlich etwas schneller unterwegs. Da spart man sich den Umweg über Vecindario. Ja, und vielleicht noch eine Info für diejenigen, die längere Zeit nicht mehr auf Gran Canaria waren. Man kann jetzt nicht mehr mit Bargeld im Bus bezahlen, sondern nur noch mit Karte oder mit Smartphone. Auch eine der vielen Auflagen.
Corona-bedingt. Und man muss natürlich während der gesamten Fahrt die Maske tragen. So, aber jetzt geht es erstmal rein ins Terminalgebäude. So, da geht es auch gleich zum Counter und das sieht doch schon mal gut aus. Gar keine Schlange. Dann will ich mich direkt mal einchecken. So, ihr seht mich jetzt etwas überrascht. Der ganze Eincheckvorgang hat jetzt circa 3 Minuten gedauert. Der Herr am Counter hat meinen Corona-Test kurz überprüft und schon bin ich fertig hier für den Abflug. Das war echt easy. So, ich bin jetzt schon durch alle Kontrollen durch. Das hat jetzt vielleicht 10 Minuten gedauert, also so schnell ging es wirklich noch nie. Und wenn ich es richtig sehe, startet mein Flieger auch pünktlich. Und ich lege das Handy jetzt erstmal zur Seite, werde eine Kleinigkeit essen und melde mich wieder, wenn ich hoffentlich gut in Deutschland angekommen bin. Bis dann. Ich bin schon in Düsseldorf angekommen, eine halbe Stunde früher als geplant und warte jetzt auf den Shuttlebus zum Bahnhof. Insgesamt war das wohl einer der entspanntesten Kanarenflüge, die ich überhaupt bisher erlebt habe. Es fing an mit dem Check-in und Security, das hat insgesamt eine Viertelstunde gedauert und der Flieger war vielleicht halb voll. Wir sind eine halbe Stunde früher losgeflogen als geplant und ich hatte eine ganze Dreierreihe für mich und hat alles super geklappt. Was für mich ein bisschen befremdlich war, das war, dass man in Deutschland ja nach wie vor die medizinischen Masken benötigt. Und da hatte ich nach 7 Wochen Gran Canaria gar nicht mehr dran gedacht. Aber die Stewardess hat mir freundlicherweise mit einer OP-Maske ausgeholfen und hat alles super geklappt. Und jetzt brauche ich noch ungefähr 1 Stunde, bis ich zu Hause bin, fahre mit der Bahn und freue mich schon drauf, in 2 Wochen wieder nach Gran Canaria zu fliegen. Also, alles gar nicht so schwierig. Macht's gut. Ciao, ciao. Ach, eine Sache wollte ich doch noch erzählen. Und zwar gab es in Düsseldorf keine weiteren Kontrollen mehr. Man musste weder den Corona-Test noch die Einreise, das digitale Einreiseformular vorzeigen. Ich habe lediglich nach der Landung eine SMS von der Bundesregierung erhalten mit der Aufforderung, dass ich mich an die geltenden Quarantäneregeln und Testregeln halten soll. Das war es dann aber auch schon. So, und jetzt ist hier endgültig Schluss und ich melde mich in 2 Wochen wieder, wenn ich Richtung Gran Canaria abfliege und berichte mal von meinen Erfahrungen auf dem Flug zu den Kanaren. Ciao, ciao.